Heute starten wir mit einem neuen Vlog und zwar zum, wie heißt es, zum Wochenende. Also einen kleinen Wochenendvlog und wir starten mit einem kleinen Frühstück mit einer Freundin. So, nachdem ich hier jetzt schon aufgeräumt habe, bereite ich gerade jetzt das Essen fürs Raclette vor. Und das sieht gerade folgendermaßen aus. Ich mache jetzt hier gerade einen Dip und ich nehme das da auf alle Fälle mit. Hier ist jetzt bisher 300 Gramm Frischkäse drin. Jetzt kommt da noch Eiweiß rein. Genau. Aber hier stehen irgendwie Milliliter-Angaben. Das irritiert mich hier etwas. Aber gut, kriegen wir schon hin. Und dann wird das Ganze püriert mit Salz und Pfeffer. So, das ist der erste Dip, also Paprika-Frischkäse. Und den packe ich jetzt hier erstmal in so eine Plastikdose rein. Guten Morgen, heute ist Samstag, der zweite Tag vom Wochenende. Gestern ist ja einiges passiert. Ich habe aber gar nicht so viel mitgefilmt und dementsprechend wird das heute nachgeholt. Ich habe jetzt schon hier so ein bisschen aufgeräumt. Achso, mein Karnevalskostüm steht auch eigentlich schon einigermaßen. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und was gibt es noch zu erzählen? Ah, ich wollte heute ins Gym gehen. Ja, gestern Raclette war sehr, sehr gut. Und ich nehme euch aber auch mit im Gym. Hello, ich gehe gleich jetzt ins Fitnessstudio. Ich fühle mich heute irgendwie ein bisschen weird. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich gestern so spät ins Bett gegangen bin oder an anderen Dingen, I don't know. Genau, und dann gehe ich aber nur noch ins Fitnessstudio und heute Abend lese ich nochmal endlich was. Wird da auch nochmal Zeit. Ich habe jetzt mehrere Tage nicht gelesen und ich merke schon, wie ich das vermisse. Ich war gerade im Gym, wie man auch gesehen hat in dem Video zuvor. Und ja, ich nehme dich diese Woche mit, was ich so an Sport mache. Heute war ich einfach nur Cardio machen im Fitnessstudio. Also ich war 30 Minuten auf dem Laufband und 20 Minuten auf dem Stepper. Und dann habe ich noch ein bisschen Beintraining gemacht, aber nicht so viel. Und jetzt gehe ich halt wieder zurück. Und morgen ist ein neuer Tag. Ich erzähle auch gleich mal, was ich so an Sport überhaupt mache. Okay, wow. Das war ein richtiger Fail. Ich habe gerade dieses Videosequenz schon mal aufgenommen. Also, ich gehe jetzt zum Yoga und ich habe gerade probiert, dass ich quasi von der anderen Seite in mein Handy spreche. Das mache ich jetzt auch. Und genau. Ansonsten habe ich nur noch einen Barista-Kurs. Und man muss sich echt einfach nur trauen, so in die Kamera reinzusprechen. Dann ist es auch gar nicht mehr unangenehm. Das ist halt wirklich das Ding, wenn man sich einfach mal anfängt, Dinge zu trauen, dann ist es so schnell nicht mehr unangenehm. Vor einem Jahr, ey, ich hätte niemals gedacht, dass ich so hier rumlaufen würde oder auch andere Sachen tun würde, aber ja, also einfach mal machen. Willkommen zurück nach meiner Yoga-Class. In der Yoga-Class ging es so ein bisschen um Bauchtraining, aber irgendwie haben meine Beine noch ein bisschen, waren noch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen von dem Beintraining von gestern, vom Cardio. Aber jetzt gibt es erstmal was zu essen. Ich weiß noch nicht, was ich koche, aber ich koche irgendwas. Ich habe mich gerade richtig beeilt, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich den Bus nicht bekomme. Aber jetzt bin ich eigentlich rechtzeitig hier und jetzt geht's zum Barista-Kurs. So, jetzt befinden wir uns gleich an dem Ort, wo das stattfindet. Ich bin sehr gespannt und ich bin noch nicht so sicher, ob ich die Kamera hier unten halte oder quasi andersrum, also auf der anderen Seite und dann oben. Oder es gibt ja noch eine Möglichkeit, quasi andersrum zu halten.
ja, ich muss das noch herausfinden. Ich war jetzt gerade beim Barista-Kurs und habe mir eine Waage geholt, weil ich hatte die ganze Zeit noch keine. Und das ist ja eigentlich mit das Wichtigste. Dementsprechend, ja, die Waage. Und ich habe gelernt, dass ich sehr gut bisher schon Müll schäumen kann. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin gerade auf dem Weg ins Gym und hier kommt die Sonne so schön raus. Hallo, hallo. Ich weiß, es war ein ganz, ganz kurzer Vlog, mal nur. Und ich habe auch nicht mehr zu erzählen als das, was ich da an dem Wochenende erlebt habe. Ich fand, das Wochenende war super, super entspannt. Jetzt stehen wir hier kurz vor dem Schneesturm des Jahrhunderts. Also bisher schneit es noch nicht so viel, aber ja, es wurde sehr viel Panik gemacht darum. Allerdings endet das Video jetzt hier. Ich wollte mal testen, wie es so ankommt, wenn ich mal ein bisschen kürzere Videos mache. Nein, Spaß. Eigentlich hatte ich nicht mehr zu filmen, aber ich wollte jetzt auch nicht mit der Woche eben starten, weil ich fange jetzt bald an zu lernen und dementsprechend nehme ich dich da ja mit, wie ich lerne, was ich mache, wie meine Lernroutine da aussieht. Und das hat einfach nicht mehr in diesem Vlog hier gepasst und dementsprechend würde ich dir jetzt noch einen schönen Tag wünschen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!